Kapitel 17 Füreinander. Gut, gehen wir. Haben wir alles? Februar 1349. Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist zäh, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt. Ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Okay. Also ich habe zumindest nichts mehr zum Kämpfen. Der Abspann ist auch gelaufen. Okay, hier möchte ich nicht unbedingt bleiben. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da, aber es ist leer. Ha, ich kann nicht glauben, dass die Ratten tatsächlich fort sind. Hoffentlich bleibt das so. Okay, die Ratten sind fort. 3 Tage später stand, glaube ich, irgendwo. Sieh nur! Willst du dein Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste, stimmt's, Amicia? Ja, worum geht's? Ah, Moment. Das sind Pappaufsteller von Ratten? Na gut, dann los. Sehr schön. Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Triff so viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? 5. Hinter ihm ist auch noch einer, okay. Bereit. Los, Amicia. Geht das auf Zeit? Nee, ne? Du hast den Bogen raus. Du hast einen Apfel gewonnen. Und unser aller Respekt. Glückwunsch, ein Apfel. Amicia. Ah, ich glaube, den brauche ich nicht, oder? Hugo, der Apfel ist für dich, Hugo. Ach. Fürs Anfeuern. Bin ich oh, gut. Danke. Ich habe echt Hunger. Natürlich. Hey, heute feiern wir den 3. Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt. Hugo, na gut, aber wir bleiben nicht lange. Die Häuser werden leer bleiben. Wenn der Biss uns in Frieden lässt, werden die Menschen zurückkehren. Okay. Also scheint ja wieder Friede vor der Heiterkeit hier an. Du lieferst Getreide aus? Wir haben seit 3 Tagen keine Ratten gesehen. Wir müssen zurück an die Arbeit. Man sieht wirklich niemanden mehr auf den Feldern. Was für ein Elend. Ganz genau. Die Adligen, die Seigneurs. Glaubst du, die machen sich die Finger schmutzig? Niemals. Aber sie haben Geld. Und wenn sie essen wollen, müssen sie uns bezahlen. Mehr als vorher. Hey, du hast ganz recht. Hallo. Ich sag's dir, alles wird sich ändern. Liebe Pferde, diese darf ich dich Ratten mal streicheln? Waren ein notwendiges Übel. Nee. Bitte? Die Ratten waren ein notwendiges Übel? Millionen von Menschen, naja, vielleicht auch ein bisschen weniger, sind umgekommen. Und der sagt, das war ein notwendiges Übel. Da ist er. Moment. Kusch dich, dummes Huhn. Geh weg. Hey, seht mal. Der Kleine. Oh nein. Nein, Junge. Du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Was steht der denn so komisch angewurzelt? Was heißt hier, das geht nicht? Hallo? Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Ich würde euch ins Gesicht spucken, ihr Arschlöcher. Wenn ich denn könnte. Kann man denn jetzt hier irgendwo anders rein, sodass man sich das angucken kann? Sieht aber alles so zu aus, ne? Vor allen Dingen so abgebrannt. Hey, Hugo! Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Also wir sollen anscheinend nicht dann auf da 3. Rein. 1, 2, 3. Hey! Ich darf noch nicht mal laufen. Ihr Schweine, ich hätte noch locker in die Tasche gesteckt. Ich bin direkt hinter dir. Du schlägst mich nicht. Schnell.
Schon gut, schon gut. Du hast gewonnen. Ja, 20 Äpfel. Hey, Lukas! Geschafft, Lukas. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut. Amicia? Ja? Warum ach, das sehen ist die Sie Mutter. Mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden, weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Aber ich dachte, die Melly wollte bei uns bleiben. Hey, Hugo. Ja? Findest du mich hübsch? Ha! Du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft. Ey, weck mir die Mutter nicht auf. Lukas! Hey! Hilfe! Die Fliege greift an! Die Fliege greift an. Ja, ich nutze jetzt diese Szene mal, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass ihr bis zuletzt zugeschaut habt. Danke für alle Kommentare, die bisher schon gekommen sind und wohl noch kommen werden. Und wie gesagt, ich finde dieses Spiel ist wirklich Hammer, auch wenn ich verdammt lange an diesen scheiß Endboss gehangen habe. Obwohl der eigentlich gar nicht so schwer ist, wenn man einmal weiß, was man machen soll. Ja, aber wie gesagt, hier kommt auch gerade ein großes Dankeschön an das gesamte Asobo-Studio sowie an unsere Familienmitglieder für ihre Unterstützung während der Entwicklung dieses Spiels. Und ein großer Knuddler an alle neuen Babys der Asobo-Studios. Oh, die haben Babys gemacht. Warum machen die da keine Zeichnungen von, die dann auch da reinsetzen? Das sieht bestimmt auch noch lustig aus. Ja, während der Abspann hier abläuft, möchte ich noch mal kurz sagen, dass das Spiel wirklich der Hammer war. Also falls die Entwickler oder irgendjemand, der damit zu tun hat, mal zufällig irgendwann reinschauen sollten. Alle haben ihren Job wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und es war auch immer sehr abwechslungsreich, muss ich sagen. Also ich habe am Anfang gedacht, so, na, jetzt kommt immer so das Gleiche. Man muss sich ducken, man muss weglaufen, man muss die Leute erschlagen. Aber es ist dann doch noch irgendwo sehr abwechslungsreich geworden, indem man dann den Hugo, also den Jungen, nachher gespielt hat, der zum Beispiel gar nichts konnte, außer dann, obwohl in dem Moment noch nicht die Ratten befehligen, dann hat sich das entwickelt, dass er dann plötzlich die Ratten befehligen konnte, sagt man das so. Es war also dann schon wieder eine Steigerung, beziehungsweise wirklich eine Veränderung. Dann gab es immer mehr Leute, die dazu kamen, was wirklich sehr, sehr traurig war, dass sich der nette Schmied verabschieden musste. Er hat sich heldenhaft geopfert. Ich guck gerade mal, Afur war es, glaube ich. Er hat sich wirklich heldenhaft für uns geopfert. Was ich jetzt gar nicht verstanden habe, ist, dass die Melly am Ende gegangen ist, weil sie ja eigentlich gesagt hatte, dass sie bei uns bleiben wollte, also in dem Chateau da bleiben wollte. Das fand ich jetzt ein bisschen doof irgendwie, so gerade als Ende. Ich meine, die hätten ja jetzt alle zusammen dann weggehen können. Und ich habe gedacht, die bauen sich jetzt wirklich was auf. Also, dass die Mutter da jetzt wohnt und da ja eh alle gestorben sind durch die Ratten, dass der jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, doch, Arthur war das, ne? Dass der als Schmied da bleiben würde und der Lukas halt als Alchemist, ja gut, er ist ja wohl auch da geblieben, und dass die Melly irgendwas anderes da macht. Keine Ahnung, Stubenmädchen, was weiß ich. Nein, aber vielleicht
Sie ist ja kampferprobt. Vielleicht hätte sie irgendwie den Nachwuchs anleiten können oder sowas. Also das hätte ich jetzt schöner gefunden. Aber wie es ja im Leben nun mal auch so ist, ist es ja auch in sehr vielen Filmen so gemacht, dass ja, die Realität halt wirklich hart zuschlägt. Und das ist wirklich im Mittelalter gedreht, wollte ich jetzt fast sagen. Also das Spiel spielt ja nun mal im Mittelalter und ja, da gab es nun mal eine sehr harte Realität und dementsprechend hätte ich mich eigentlich von Anfang an schon darauf einstellen müssen, dass es Opfer gab oder geben würde. Aber ja, das mit dem Schmied hat mich hart getroffen. Vielleicht, weil ich da so ein bisschen an meinen Freund denken musste, keine Ahnung. Ja, dieser Abspann ist jetzt auch zu Ende. Ich habe schon wieder so lange geredet, dass schon wieder alles zu Ende ist. Wie gesagt, kurz und knapp, ich kann euch das Spiel wirklich absolut nur empfehlen. Und ja, ich lasse mal einfach den Abspann soweit noch ein bisschen auslaufen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Let's Play wieder dabei seid. Bis dann, eure Gameplayerin. Ciao.